Ja, servus, ich bin der Alex. Ich leite gemeinsam mit meinem Team der Alpinjuwel-Familie das Alpinjuwelen. Und unser Ziel ist es, ein Bewusstseinshaus zu machen, um einfach den Menschen und unseren Gästen zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt, die gut für die Umwelt sind. Also wir reinigen mit ca. 20 Dampfgeräten das ganze Haus. Diese Dampfgeräte haben ca. 180, 190 Grad und 8 Bar Druck und funktionieren nur mit Wasser. Also es funktioniert viel besser als mit Chemikalien, denn wenn man mit Chemikalien reinigt, das Wasser verdunstet, aber so eine ganz, ganz kleine Schicht Chemie bleibt über und das ist der Kleber für weiteren Dreck. Und natürlich werden auch die Materialien kaputt. Und durch diesen Dampf reinigt es sich viel, viel leichter und die Materialien werden nicht mehr kaputt. Noch ein riesengroßer Vorteil ist, die Mitarbeiter kommen mit keiner Chemie mehr in Berührung. Und mittlerweile, die haben keine Hautprobleme mehr. Wir haben so gut wie keine Krankenstände. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Es fließt keine Chemie mehr den Abfluss runter. Weil überlegen wir mal, so ein Putzwasser, ich glaube schon, dass man das bei jedem dritten Zimmer wechselt man das. Das heißt, so 10 Liter Kübel rein in den Abfluss. Und wenn man das also hochrechnet, bei einem Ort wie Salbach-Hinterglemm mit ca. 20.000 Gästebetten, kann man sich vorstellen, was da nur in diesem Ort an Chemie runterfließt. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Unser Ziel ist einfach, der Umwelt was Gutes zu tun, weil wir haben nur eine Erde und eine Welt. Und ja, auf die sollten wir aufpassen.